Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme, nachdem uns die andere gerade eben irgendwie geflöten gegangen ist, oder besser gesagt uns verspult hat, weil unser TS abgekackt ist. Also nochmal von vorne, Levin, Jacken. Ich weiß nicht, ob du auch da, hey cool, es gibt eine Jacke mit der deutschen Fahne drauf. Also Lederjacken, guck ich mal. Ja, Rennjacken bin ich gerade dran. Lederjacken? Die sehen ein bisschen hart aus, irgendwie ein bisschen störrisch. Finde ich jetzt von der Optik nicht so schön. Der Kragen steht ein bisschen arg weit raus. Ist hässlich. Tut mir leid, liebes Rockstar-Team. Hui. Rennjacken. Okay. Dinka mit der Japan-Flagge. Ocelot. Ist anscheinend eine britische Firma. Pfister sollte die Deutschlandflagge drauf sein. Wunderprächtig. Kaufe ich mir gleich mal. Pegassi. Hat man kein Italien-Logo drauf. Okay. Botti. Wenn sie es versucht haben, am Ärmel zu machen, ist es ein bisschen schief gegangen. Pigalle sagt mir gar nichts. Der V ist hässlich. Banshee mit den Amis, klar. Corvette? Nein. Banshee war die Viper. B-Rock, das ist auch cool. Also Trainingsjacken. Kawasaki, Love Fist. Ja, also die oberen sind ganz cool. Die unten jetzt nicht so. Freizeitbekleidungen, warum sind die neu? Die gibt's doch schon ewig. Bomberjacken, oh Gottes Willen! Ja, die Bomberjacken sind hässlich. Ach du Kacke, was ist das denn? Oh Gott, nee. Gibt's sonst noch irgendwelche? Dann haben wir Renntrikots. Boah, die Renntrikots cool. Sehen gerade geil aus, mit ja. Mit den Handschuhen sogar. Ja. Geil. Nagasaki fürs Motorrad. Albatsu, Kirschfarben. Cool. Turbo Motocross. Deswegen hast du auch deinen Helm gespart, weil, oh Alter, geil. Ich hab mein Rennoutfit schon. Ich nehm's unterste, die Viper. Okay, also ich werde mir auf jeden Fall, wo war's denn gerade? Sprung Atomic, weil ich werde höchstwahrscheinlich ein Auto mit dem Sprung nehmen. Davon habe ich jetzt schon ganz viel gesehen. Den Helm gibt's von Sprung, also die Sprite. Die Rennklamotte. Albatsu ist alles Motorrad. Ich habe zwar ein Motorrad, aber da werde ich mich dann vielleicht später noch einkleiden. Boah, ich werde mir sowas von Motorradkleidung zusammenstellen. Wie gesagt, später. Ich gucke jetzt, dass ich mir den Rest hole. Gibt es sonst noch irgendwas? Pulverfreie Tops. Ne, das war bloß so freigespieltes. Hemden für Westen, denke ich mal, sind auch so freigespielt. Einsatz. Ja, gut, das war's. Oh, die Hosen, Alter, die Hosen. Oh, das schreit ja richtig vor. Sporthosen. Oh, geh mal. Oh, Alter, es ist so. Wellen-Fitness-Hose. Was ist das? Alter, das schreit so richtig vor. Gibt's da noch was anderes außer die Fitness-Hosen? Nee, ja, so Schlapperhosen, Trainingshosen. Aber trotzdem, das Design. Nee, das geht gar nicht. Alter. Also das Sprung ist zwar die passende Hose dazu, aber gibt's das auch als normale Rennklamotte? Ja, ich guck gerade. Ich glaube, hier gibt's aber nicht mehr viel, deswegen gehe ich jetzt mal zum Dresen und guck mal, ob's da was gibt. Der Rest ist alles so freigespielt. Ich hab's mir jetzt zwar mal gekauft, aber hübsch finde ich sie nicht. Oh, geh zum Dresen, da gibt's richtige Rennfahrer-Outfits. All yours. Rennanzüge. Oh, das ist ja geil. Bisschen ich, zu wenig, meiner Meinung nach. Ich würde den weißen gern nehmen, aber für 90.000 ist dann schon heftig. Ja, dann nimm halt den schwarzen für 105. Also ich muss definitiv, denke ich mal, ich nehme jetzt den weißen, weil das steht Sprung drauf und ich bin ja so ein Sprung-Fahrer. Das andere, das waren halt Motorradklamotten, was wir gerade anhatten. Ja, die gibt's aber bei Outfits weiter drunter gibt's die Motorradkleidung. Oh, den nehme ich. Marineblau ist eher italienisch, da ist Grotti drauf.
Nochmal Grotti. Grüner Rennanzug. Keine Ahnung. Halt. Falsch. Motorradanzüge. Ja. Alter, mit den Stiefeln. Geil, oder? Boah. Krass. Und der rosa, ne? Oh Gott. Aber ich bleib bei Sprunk, ich bin grün. Outfit Stuntman. Ey, Kid. Oh Gott, nein. Was? Die Stuntman-Klamotten. Was? Nein. Ich will das nicht ändern. Winter, nein. Die hat es nicht angezeigt. Gut, hinten drauf habe ich Redwood, von daher ist es auch in Ordnung. Vorne Sprung, passt. Dann gehe ich mir jetzt kann ich mir den Helm holen. Beziehungsweise die Cappies. Kappe vorwärts. Redwood Kappe. Alter, die hätten auch zumindest neue Slots machen können für gespeicherte Outfits. Ist schon ein bisschen traurig gerade. Noch mehr, ja. Ich bin jetzt bei Team iFruit. iFruit. Kappe rückwärts. Ne, da ist das gleiche wieder. Wo waren die Helme? Da unten. Atomic, Solar, Boost, Schlange, Kürbis. Was? Ach, der Kürbis. Quatsch. Sprunghelm! Aber Slalom, Talfahrt, Flammen waren die alten. Wobei, der passt nämlich ja den weißen Helm, der passt am besten dazu. Und den Sprung, den kann ich ja dann nehmen fürs Motorradfahren. Schade, dass sie aber dann nicht das, die Nackenhalterung haben. Ja. Handschuhe musst du dir jetzt auch nochmal extra holen, oder was? Die sind bei den Motorradklamotten Gott sei Dank dabei. Ja, aber beim Auto nämlich nicht. Handschuhe, da gibt's keine neuen, also musst du dir halt irgendwelche. Nämlich halt weiße Chirurgenhandschuhe, es sieht halt aus wie... Wobei, nee, können die dicken hin. Okay, I got stuff to do. Nämlich die schwarzen Handschuhe. Boah, es regnet, scheiße. Wo, draußen? Ja, hier bei GTA. Ich wollte gerade mein Motorrad anfordern, aber... Hä? Hier stehen drei Autos mit offener Tür. Race. Ich überspeichere mal kurz meine Sachen. Warum stehen hier Autos mit offener Tür? Die Typen sind alle weg. Weiß ich nicht. So. Jetzt. Motorradanzüge. Sprung. Inventar. Nein, Quatsch. Stil war es ja jetzt. Motorradhelm. Sprunghelm. Okay, warum zeigst du mir nicht an? Hallo? Hallo? Weil sie unter normal gespeichert sind, ne? Boah, das ist so ätzend, wie weit man weglaufen muss, damit sein neues Fahrzeug kommt. Ja, dann gehe ich halt nochmal hin. Helme. Sprunghelm. Da. Speichere ich mir nämlich jetzt auch meine Motorradklamotte vorher. Ja, habe ich jetzt auch gerade Motorrad. Und zwar mache ich dann... Was mache ich weg? Party. Aus. Alter, das gibt's doch nicht. Und speichere es unter Bike. Oh, das pisst ja wie Hölle. Sag ich doch. Also, jetzt aber Stil. What you need, boss? Some wheels? Race. I can bring them around. I'll get there as soon as I can.
So, wo bist du jetzt? Ja, ich musste die Straße komplett hochlaufen, damit ich mein Motorrad anfordern kann. Oh, aber das ist eine gute Idee, warte. Achso, warte mal, dann nehme ich mich mal mit. Dann hole ich mein Motorrad auch noch. Deal. Ah, das kann ich auf dem Motorrad sitzend nicht ändern. Das sollte eigentlich reichen. Entfernung. Mechaniker, ich glaube. Oder habe ich das Ding verkauft? Ich glaube nicht. Nein. Bati ist noch da. Da. Jetzt den Stil. Race. Bike. Oh, wo ist meine Rennkartoffel? Eine Rennkartoffel? Ja. Ich fahre jetzt noch schön zum Tuning-Shop da hinten. Gerade mal gucken, ob das mein getuntes Motorrad überhaupt ist. Ich habe ja zwei von denen. Ich habe mir die Bati RR geholt, diese ganz dicke Rennmaschine. Ich habe so viele mittlerweile. Ich habe ja die eine, das ist selbst zu viel. Ich habe ja eine komplette Garage voll, die nur mit Motorrädern ist. Mit die anderen fahre ich eigentlich nicht. Ich hoffe, das war Sprunk und das Redwood. Die Zigaretten. Ja, Redwoods sind die Zigaretten, ja. Aha, guck mal, Prozente auf Bremsen, aber ich hab sie eh auf. Sprunk gibt's auch! Geil! Yeah, cool, ich hab jetzt komplett Sprunk Sponsoring. Mein Motorrad, meine Motorradklamotte, alles ist von Sprite. Sprunk Extreme, doch, das ist geil. So, ich bin da mal draußen und warte draußen. Ja, ich bin auch schon draußen. Kuckuck. Ja, wie geil. Können die Motorradrennen kommen? Sieht schon cool aus. Ist die hier runter machen, wenn ich drauf sitze? Ja. Ja, das geht. So, aber wir wollen ja jetzt. Bleibst du mal da oder fährst du weg? Nee, das war ich mal ein Test. Ob's fährt. Okay. So, aber was wir noch auf der Karte neu sehen, da drücke ich jetzt mal kurz die Kartenansicht. Wir haben neue Symbole auf der Karte. Und zwar ist das einmal hier der Reifen. Das ist so ein Stunts-Serie. Dann gibt es noch mehr so Symbole. Und zwar haben wir hier oben. Was meine ich das da? Es ist gerade ein Motorradrennen, was wir das sogar haben. Ja, dann machen wir das nämlich gleich. Dann gibt es hier in der Mitte noch so ein goldenes, das ist ein Premium-Rennen. Und wir haben noch so Männchen, das sind so Gegner-Modi. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das muss jetzt auch neu sein. Mhm. 2 bis 12 Spieler. Turbogeladene Auseinandersetzung zwischen zwei Teams. Schnappt ihr Power-Ups und Waffen, um das. Ja, gut, das ist halt normale Schießerei wieder. Ja, aber ich würde mal sagen, wir machen das Motorrad darin, ne? Und für die Autorennen müssen wir nachher gucken, ob es noch andere Autos gibt. Passend zu dir, fahr du rein. Beitreten auf Abruf verfügbar zu sein. Um beizutreten. Einfach rein mit reinfahren und dann Steuerkreuz nach rechts drücken. Dann kann ich mit beitreten. Ja, aber beitreten heißt ja anderen beitreten. Spieler 1 bis 16. Hast du eins aufgemacht? Ne, ich bin jetzt auch beitreten. Ich lade dich mal ein, geh mal du raus, bitte. Wäre jetzt lustig, wenn du jetzt bei mir beitrittst. Ne, ich bin, wie gesagt, ich bin in einer Extrasitzung. Ich lade dich jetzt mal ein. Geschlossen. Und dann machen wir aus aktueller Sitzung. Halt. Aus aktueller Sitzung.
3,75 Kilometer. Steel, Race, Polo, wo ist es denn? Motorrad, Bike. Windschatten, dann machen wir an. Aufholen machen wir auch an. Eigene Fahrzeuge machen wir an. Verhandlungslevel machen wir aus. Verkehr machen wir aus. Sehr schön, mit Verkehr ausmachen ist super. Oh, bin auf dem Weg. Tageszeit machen wir mittags. Klasse Motorräder, Rundenanzahl machen wir mal 2. Ja. Schade, Wetter kann ich jetzt gar nicht einstellen. Okay, bist du soweit? Jo. Gut, dann starten wir mal das erste Rennen. Bin ich mal gespannt. Ja. Also es ist schon cool gemacht. Gerade wer jetzt halt wirklich auf Fahrzeuge steht und so, kann sich jetzt hier halt voll... Was? Meine Party. Trunk, Outfit, eigenes. Was, eigenes? Ja, eigene. Ah, Outfit-freier Modus. Ah, cool, das kann man jetzt auch einstellen. Jetzt habe ich nämlich meine Motorradklamotten an. Cool. Ah, Helme kann man auch eigene aussuchen. Das ist gut. Aber dafür ist hier die Zeit recht knapp schon wieder. Die sollte ein bisschen länger gehen bei so viel Auswahl. Ja. Fahren wir auf dem Dach? Alter, was ist das? Was? Der Sound ist geil. Alter, was ist das? Wo geht's hin? Wow! Wow, Alter! Ist das geil! Und mein Akku, der vom Controller geht leer. Alter, das ist ja geil! Ich dachte, wir fahren hier. Ich denke, beim Editor kannst du jetzt auch eigen. Endlich haben sie Curbs mit eingebaut. Wer sich da mit dem Begriff nicht auskennt, das sind die Randsteine. Vorsicht! Was ist das für ein Vorsicht! Ding? Hilfe! Ja, wie geil! Ah! Aua! Alter! Fuck! Was ist? Ja, mich hat's gerade ein bisschen verspult. Wie geil ist das denn bitte? Alter, ich mit Sicherheit kann ich. Oh, bei mir Dito da was einbauen, mit Sicherheit. Yeah, Speed! Boah, das mit den Curbs, ich muss mir sofort Rennstrecken bauen. Endlich! Sind die die rot-weißen oder was? Ja. Ach du Kacke, was ist das denn? Mami! Wow. Alter, oh. Alter. Wie geil ist das? Vor allem ist es ja Blake County hier hinten, gell? Das ist ja Flughafenstrecke. Ja. Ah, ich muss mal mein Motorrad tun, das kann doch nicht sein. Ja, wo bist du denn? Diesmal habe ich endlich eine Chance. Weil normalerweise bist du derjenige, der mein Auto wegzieht. Ich weiß nicht, ob ich das Ding aufgetunt habe, aber eigentlich schon. Und dafür, dass das hier so eine dicke Rennmaschine ist, geht da gar nichts bei dem Teil. Welche fährst du denn? Die Bati RR, diese dicke Rennmaschine. Okay, ja, ich habe die Akuma. Ja, aber das ist mit die Schnellsterber, wundert mich eigentlich. Ist schon geil. Ja, auf jeden Fall. Stell dir das mal nachher mit Autos noch vor oder so. Gibt ja. Ja. Bam, die Curbs finde ich geil. Hä? War dieses schmale Weg hier denn vorhin auch schon? Ja, ich weiß nicht, wo du lang gefahren bist. Jetzt kommt die Riesenschanze. Oh mein Gott. Was? Man kann da oben auch lang fahren? Ach du Scheiße. Oh fuck. Mama, ich hab mich verschätzt. Ja, wie geil. Wie komme ich zurück? Dreieck draufbleiben. Ja.
Wie geil. Ich habe nämlich gerade probiert, da hoch. Ja, man kann oben drauf, weil das sind nämlich auch so Booster oben drauf. Da muss ich aber wieder runter. Ja. Ja gut, das bringt nicht wirklich, da bist du so schneller. Cool. Doch, macht Laune. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und nicht nur Motorrad, mit Sicherheit auch mit der Autos. Ja, und da kommen wir nämlich jetzt dazu. Es gibt nämlich auch ein paar neue, wie wir eben schon gesehen haben. Oh ja. Und nicht nur bei Legendary. Auch bei dem anderen. Was? Du hast nämlich jetzt diese GT3, Version von den Rennwagen sind Straßenfahrzeuge mehr oder weniger getunte. Dann hast du Prototypen, das sind diese mit diesem riesen Cockpit, wo bei den 24-Stunden-Rennen fahren. Okay. Und dann hast du bei den, wie heißt dieses, Southern San Andreas, gibt's auch nochmal Autos. Welches, ich soll mal hier, warte mal, ich möchte mal das Bowling nehmen, oder? Bowling, ja. Geil. Mit Motorrad Bowling spielen. Ja? Ich glaube eher mit den Autos.